Wenn man in der Welt lebt und es gefällt einem nicht und man lehnt ab, was da so passiert, dann ist das eine Verneinung, ein Widerstand. Es macht einen unglücklich. Man hat Unlust. Und man fühlt sich und nicht in der Lage, mit seinem Leben fertig zu werden. Wenn man aber in der Meditation sieht, dass das, was in der Welt einem geboten wird, nicht bringt die Zustände, die man sich erwünscht hat, und sich dann davon abwendet, dann bringt das keine Unlust, dann bringt das keinen Widerstand, dann bringt das genau das Gegenteil. Es bringt die Lust zum Meditieren, es bringt die Lust zum Praktizieren und es bringt keinen Widerstand, im Gegenteil, es bringt das Fließen mit dem Dingen und mit den Naturereignissen, mit dem Verfall, der Krankheit, der Unbeständigkeit. Es ist genau anders, als wie wenn man es nur durch das weltliche Geschehen getan hätte. Es ist genau umgekehrt. Wenn man also in der Meditation, so wie ich heute Morgen erklärt habe, zu dem Punkt gekommen ist, wo man erkennt, dass in dieser Existenz ständige Gefahr besteht, dann kommt man auch dazu, als nächster Schritt, dass man sich woanders versucht, sein Glück zu finden. Diese Gefahr, die ständig besteht, ist ja auch rein körperlich. Wir sind ja niemals unseres Lebens sicher. Es ist ja nur eine Hoffnung, dass wir den einen Tag überleben. Wir vergessen es ständig. Wir vergessen es, weil es kontinuierlich so gegangen ist, die letzten 30, 40, 50 oder 60 Jahre. Das heißt aber gar nichts. Die Gefahr liegt aber nicht nur in dem körperlichen Auslöschen, sondern die Gefahren, die wir erkennen können, liegen darin, dass wir uns auf nichts verlassen können. Das ist eine viel größere Gefahr. Denn jeder hofft ja sogar, dass obwohl er den Tod an sich nicht leiden kann und nicht wünscht und nicht haben will, so dass doch, wenn es einmal stattgefunden hat, ewiger Frieden oder irgend sowas Ähnliches herrschen soll. Was immer es sei, was man sich da vorstellt. Es ist also noch viel mehr, noch viel unangenehmer, dass man sich, während man noch in diesem Körper ist, auf nichts verlassen kann. Man kann sich nicht auf die eigenen Gedanken verlassen. Man kann sich nicht auf die Gedanken eines anderen verlassen. Man kann sich nicht auf die eigenen Gefühle verlassen. Man kann sich nicht auf die Gefühle eines anderen verlassen. Schon abgesehen vom Körper, dem eigenen Körper, dem Körper eines anderen. Und was bleibt dann noch? Es ist alles ständig vergänglich und daher unzuverlässig. Und vor allen Dingen wir selber. Wir sind ja derjenige, auf dem wir aufbauen.
Und auch das ist absolut vergänglich und hat keinerlei Solidität. Wenn wir diese Gefahren erkannt haben und uns erst einmal mit diesem Schrecken darüber vielleicht abgefunden haben, so ist es eine selbstverständliche Folge, dass wir, wenn wir es wirklich erkannt haben, dass wir versuchen, etwas zu finden, was zuverlässig ist. Was nicht so aussieht wie das, was wir kennen, was sich ständig ändert und was uns noch nie vollkommen zufriedengestellt hat. Nur momentan. Das bedeutet dann, dass wir wirklich in der Welt, obwohl alles äußerlich genauso bleibt, wie es war, nicht mehr den innerlichen Gehalt, den innerlichen Wert mehr suchen. Wir haben aufgegeben, es in den Büchern zu finden, in den Reden anderer, haben aufgegeben, es zu suchen in unseren Sinneskontakten oder in menschlichen Beziehungen. Das heißt nicht, dass diese aufgegeben sind, nur dass die volle Erfüllung und der absolute Wert, den man der Wahrheit zumisst, das heißt das komplette und endgültige Gefühl des Friedens und des Erfülltseins dort nicht mehr gesucht wird. Dies ist ein ganz deutlicher Schritt in der Erkenntnis durch die Meditation. Es hat die Angst, die Panik hinter sich gelassen. Es hat die Gefahr erkannt. Dieser Schritt ist nötig, um sich dieser spirituellen Praxis voll hinzugeben. Hingabe ist eine nötige Qualität. Und um sich voll hinzugeben, kann man sich nicht woanders auch noch engagieren. Wie ich wohl schon einmal sagte, wenn man eine gute Ehe führen will, kann man sich nicht nach zwei Seiten engagieren. Da muss man sich schon einem Menschen hingeben und der einen Ehe. Hier kommt der Moment, wo man sich dem spirituellen Leben hingeben kann. Es ist wiederum nicht nötig, dass man nun denkt, man kann seine Arbeit nicht weiter verrichten. Wenn man Verpflichtungen hat, so muss man sie ausüben. Wenn man seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, hat man sowieso Reuegefühle. Das hilft auch nichts. Aber es ist dann klar, dass die Hauptsache und die Richtung im Leben nur danach geht, die Wahrheit zu ergründen, die uns in der Welt, im weltlichen Leben, nicht sichtbar ist, weil sie immer wieder verschwindet hinter der Geschäftigkeit.